Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tierlist auf meinem Kanal. Heute besprechen wir die Welten von Super Mario Sunshine, werde da meine Meinung zu sagen. Wir haben es ja vor kurzem erst gespielt. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und beginnen direkt los. Wir haben hier noch ein paar andere Sachen in der Tierlist hier drin. Einmal den Flughafen, Berg, den Vulkan, Colina, Corona hieß er, glaube ich, oder so. Das sind für mich keine wirklichen Welten, deswegen werde ich die mal nach unten tun. Wir fangen aber mal an mit der Overworld und die fand ich wirklich sehr geil, dass man hat da wirklich verschiedene kleinere Geheimnisse gehabt, blaue Münzen, aber auch scheint so. Also rein Overworld-technisch ist das, glaube ich, die beste in Mario-Games insgesamt. Auch wenn es da ein paar Scheins gab's, wie das mit den Glocken zum Beispiel, die sich viel zu arg geähnelt haben. Und es gab auch ein paar Sachen wie die Bootsfahrt, was sehr, sehr nervig war. Mit seinen Sub-Area. Das war schon geil, nach jeder neuen Fähigkeit, die man mehr oder weniger bekommen kann, konnte man an einer anderen Stelle der Stadt halt weiterkommen und so. Oder auch von der Story her ging es dann immer mal wieder weiter. Kommt bei mir auf jeden Fall bei A. Dann haben wir die erste Welt, nämlich Monte Bianco. Das war die Welt mit Mutant Piranha. Das ist auch das erste Mal, dass dort Mutant Piranha vorgekommen ist. Und Einstieg fand ich auch ganz geil. Was mich ein bisschen stört, dass es dort auch halt zwei Bosskämpfe von der gab. Das war ein generelles Problem in dem Game. War auf jeden Fall eine sehr solide erste Graswelt so ein bisschen. Die ganzen Windmühlen war auch ein ganz schönes Urlaubsziel. Es ist ja generell so ein Ding im Spiel gewesen, dass alle Welten ja solche Urlaubsziele sind, mehr oder weniger. Und von den Aufgaben außer den zweiten Mutant Piranha Fight kann ich auch nichts dagegen sagen. Deswegen, ganz stabile Welt kommt bei mir auf A. Machen wir weiter mit Porto Doro. Das war die Hafenwelt. Die kommt bei mir ganz klar auf S. Einfach nur aus dem Fakt, dieses ganze Gerüst hochzuklettern und da die Scheine zu holen und es zu erkunden. War so eine geile Sache. Ich weiß auch nicht, das hat sich einfach so gut angeboten und die haben es wirklich so gut wie perfekt umgesetzt. Natürlich gab es noch ein paar andere Missionen, auch wieder das gleiche Problem mit dem Blooper Fight, dass es den zweimal gab, aber muss man halt auch mal darüber sehen. Dafür war das Blooper Rennen extrem geil, das kam beim ersten Mal, als man es gesehen hat, auch übelst überraschend und so. Hat halt hier und da ein paar Geheimnisse. Die Yoshi-Mission ist ein bisschen ekelhaft. Hat auch ein bisschen mit Glück zu tun, aber ging alles und genauso die Sub-Areas waren gut. Dieses Hafen-Feeling haben die wirklich gut mit dem Boot noch umgesetzt, dass auf jedem Boot mehr oder weniger auch ein kleines Geheimnis mit der Blue Coin zum Beispiel ist. Hat mir sehr gefallen. Dann mit der dritten Welt, das müsste Playa del Sol sein. Das ist einfach dieser riesen Sandstrand und einfach so einen riesen Sandstrand als Welt zu haben. Das sieht sehr nice aus. Vor allem die ersten Missionen haben mir sehr gut gefallen. Wiggler Fight. Das hat so richtig eine Story erzählt. Das war das erste Mal so in der Welt, dass wirklich eine Story über Kapitel erzählt wurde. Dass sich die Welt halt wirklich extrem verändert hat und so. Oder nicht verändert, aber an bestimmten Stellen eben. Das ganze Ausbrüten mit dem Sandvogel. Der Sandvogel war mies. Ist nicht so ein geiles Sub-Area, aber es geht tatsächlich sogar recht gut klar. Und gerade wenn man nicht die blauen Münzen sammelt, kann man das gut schaffen. Bisschen kacke war das mit dem Wassermelon. Das ist einfach schwach programmiert. Ist extrem nervig. Aber dafür sind die 100 gelben Münzen sehr entspannt, weil man den Wassermelon man gut farmen kann. Ich tendiere zwischen S und A. Aber ich glaube, ich würde sie auf A trotzdem machen. Obwohl, machen wir es auf S. Das ganze Strandfeeling hat es schon ganz gut gemacht. Ein riesen Sandstrand. Das ist, glaube ich, das, wenn dann schon, das eines der größten wirklich Urlaubsziele ist. Ein riesen Sandstrand. Das hat es schon ganz gut gemacht. Da hat es das S gerade so noch verdient. Weiter mit Parco Fortuna. Eine Welt, wo schon gut mit Bugs anfängt. Gerade so die Schiffschaukeln und so, wo man ein bisschen durchfällt. Aber allen in allen ist es einfach eine der geilsten Welten, einfach ein Freizeitpark als Welt, hat zuerst einmal den Außenbereich und so, und das Ganze ist wo auch in die Story eingeflossen wird, die Welt, das hat mir sehr gut gefallen, aber auch, dass an jeder Attraktion eine Schein oder dann auch eine blaue Münze ist, man hat sich richtig in einen Freizeitpark gefühlt. Die Achterbahn war auch ein Highlight, wo es zwei Missionen gab, Robo-Bowser. An allen eine richtig stimmige und geile Welt und ist auch einfach eine der Welten, wo die 100 gelben Münzen einfach am spannendsten waren. Ich glaube, auf die freut man sich doch, wenn man sie zockt am meisten. Machen wir weiter mit Lido Sirena und das ist ein zweischneidiges Schwert wirklich. Also atmosphärisch, technisch, absolute eine 10 von 10. Also diesen Sonnenuntergang, das ganze Hotel-Feeling und so. Und die erste Hälfte von der Welt ist auch echt geil. Vor allem dieser Bosskampf am Anfang mit dem Mantarochen und dann geht's weiter, indem man das Hotel erkundet und so. Gerade die Hotelerkundungsmission ist absolut Sahne und das mit den Geistern im Hotel hat auch sehr gut gefallen.
Aber die zweite Hälfte mit dem Casino hat mir gar nicht gefallen. Also es ist wirklich einfach nur stressig, nervige Aufgaben, Glückssache, wo man einfach warten muss. König Buhur hat mit dem Glücksspiel, hat auch mit Glücks zu tun, aber das fand ich sogar eine ganz nice, cooles neuer Bosskampfmechanik so. Dass der auf Casino und so war. Aber nee, das Casino hat tut die Welt leider sehr hart nach unten ziehen. Deswegen ist es bei mir nur auf A kommt, aber ohne das Casino vielleicht oder das Casino besser umsetzen, I know, wird das auf jeden Fall Potenzial auf S haben, aber so leider nicht. Machen wir weiter mit Baia Paradiso, das war diese riesen Gebirgswelt und auch dort einfach dieses ganze Gebirgszeug zu erkunden mit all den blauen Münzen macht so Laune. Bisschen muss man wirklich, hatte ich vor allem am Anfang der Welt Probleme, dass mit der Mario Sunshine Steuerung, wenn man da nicht 100% mit der klarkommt, hat manche Probleme, fällt man oft runter. Das hatte ich auf jeden Fall am Anfang, aber man kommt auch irgendwann in die Steuerung, vor allem durch diese Welt eben extrem stark rein. Auch die Mission mit Atlantis noch, was komplett eine neue Area ist und wo auch wieder eine schöne Story erzählt wurde, dass man halt diesen See versucht zu reinigen und es einfach nie klappt, weil der alte Mann einfach Alzheimer oder sowas hat. War auf jeden Fall sehr, sehr funny. Kommt die Welt auf jeden Fall ebenfalls bei mir auf S. Dann kommen wir zur letzten Welt und die werde ich auf C machen. Diese Welt ist absolute Katastrophe. Also das ganze Ding, dass sie so auf Palmen gewachsen und das so ein Riesengerüst ist, sah anfangs sehr plump aus, aber gegen Ende, also so immer, wenn man da reingeht, sieht es immer wieder nach jedem Mal besser aus, muss ich sagen. Also das Design an sich kann ich jetzt gerade gar nicht mal so kritisieren. Aber ja, diese Welt ist extrem unter Zeitdruck entstanden, weswegen sich viele Missionen ähneln mit den Kettenhunden. Das mit dem Bürgermeister retten war eine geile Ge Idee, das kann ich auf jeden Fall nochmal hoch ab anrechnen. Diesen Palmatonnenlauf hat sich gar nicht für die Welt richtig angeboten, das hat man glaube ich auch nur so gemacht, um das zu füllen. Und gerade die Sub-Area, da merkt man, dass da überhaupt gar keine Arbeitszeit mehr reingeflossen ist. Da war so richtig, okay, jetzt Projekt, Missionabbruch, okay, wir machen jetzt, ob es funktioniert oder nicht, wir hauen das Spiel jetzt raus. Das ist wirklich eine der nervigsten Missionen. Ich verstehe nicht, wie man das re releasen konnte. Leider sehr, sehr verschenktes Potenzial. Deswegen kommt diese Welt ebenfalls bei mir auf C oder als einziges Update bei mir auf C. Und ja, das war's. Es hat nur 7 Welten tatsächlich. Das kam mir irgendwie beim Spielen auch mehr vor. Also zum Vorgänger hat es halt nur 5, er hatte ja 15 Welten, das jetzt nur 7. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Missionen um einiges umfangreicher sind, mehr durchdacht, auch in den schlechteren Welten, gerade hier. Die hier wurde auf jeden Fall in jede einzelne Mission mehr Zeit investiert, war eine sehr geile Sache. Das ist meine Meinung zu dem Game, ihr könnt gerne mal eure in die Kommentare schreiben, das soll es gewesen sein, bis zum nächsten Mal.